Nachdem wir das Problem dargestellt haben, müssen wir sofort natürlich unsere Lösung darstellen. Am besten stellen wir so dar, dass sie dann natürlich so wie ein Handschuh auf eine Hand passt. Und das heißt auch, wir zeigen lieber als über unsere Lösung so labern. Das heißt, hast du was gemacht, musst du es zu diesem Zeitpunkt zeigen. Es könnte Screenshot sein, es könnte Video sein, es könnte alles Mögliche sein. Aber wenn du was hast, könnte auch Fotos von einem Whiteboard sein. Wichtig ist es allerdings, du zeigst es. Ein Startup ist mehr oder weniger einsbedeutend mit Technologie. Heutzutage kommt man überhaupt nicht Technologie vorbei. Das heißt, nachdem du deine Lösung vorgestellt hast, ist es super wichtig zu darstellen, was für Technologien stecken unter der Haube. Hast du Lizenzen? Hast du irgendwelche Patenten angemeldet? Musterschutz? Hast du irgendwelche proprietäre, merkwürdige Sachen selber gebastelt? Verwendest du Open Source? Hast du vielleicht lizenzierte Software gekauft? Das heißt, hast du dann eine Menge Kosten, wenn das Ganze skalieren sollte und so weiter und so fort. Hier zeigt man auch gerne einen Tech-Stack. Das heißt einfach nur, welche Technologien stecken dahinter und wie hängen sie zusammen.